Viele von euch schwanken zwischen dem Samsung Galaxy A20e und dem Galaxy X-Cover 4S. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Daten der Handys und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Design. In der Kategorie Design gewinnt das Galaxy X-Cover 4S eindeutig mit 73 zu 49 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit und 1 mm kürzer. Das Galaxy A20e hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1,4 mm dünner, 3,8 mm schmaler und 18,3% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm gewinnt das Galaxy X-Cover 4S deutlich mit 39 zu 31 Punkten. Es punktet hier mit folgendem Vorteilen. Besitzt ein IPS-Panel. Das Galaxy A20e hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 0,7% höhere Pixeldichte, 22% höhere Auflösung und 16% größere Bildschirmgröße. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Galaxy X-Cover 4S mit 88 zu 85 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 24% schnellerer Prozessortakt und 31% höheres Benchmark-Ergebnis. Das Galaxy A20e hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 256 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. Im Bereich Kameras ist das Galaxy A20e mit 48 zu 44 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 12,5% mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera, schnellerer Foto-Autofokus durch Phasendetektion bei Fotos. Es hat eine Doppelobjektivkamera und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das Galaxy X-Cover 4S hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 10,5% größere Blende bei minimaler Brennweite und hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI. Audio. In der Kategorie Audio kommen beide Geräte auf 58 Punkte. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Merkmale. Akku. Beim Punkt Akku kommen beide Produkte auf 63 Punkte. Das Galaxy A20e hat bei folgenden Merkmalen bessere Werte vorzuweisen. 7,1% mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Das Galaxy X-Cover 4S ist durch folgenden Punkt besser. Hat einen austauschbaren Akku. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Galaxy A20e sehr knapp mit 78 zu 76 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Hat einen Fingerabdruckscanner und hat ein Gyroskop. Das Galaxy X-Cover 4S hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. Hat Wi-Fi 5 Verbindung und 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Samsung Galaxy X-Cover 4S mit 55 sehr knapp vor dem Samsung Galaxy A20e mit 53 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.